Wie barrierefrei ist eigentlich der Landtag? Das wollten mein Team Sonne und ich gemeinsam herausfinden. Wir haben nämlich eine Fortbildung zu Barriere-Scouts gemacht und das bedeutet, dass wir jetzt anhand einer Checkliste Gebäude überprüfen können, wie barrierefrei sie sind und was es gilt, diese Barrieren abzubauen, um Menschen mit Behinderung den Zugang zu ermöglichen. Als frisch geprüfte Barriere-Scouts haben wir dann den Landtag genauer unter die Lupe genommen. Aber erstmal gute Nachrichten. Der Landtag ist im Vergleich zu anderen öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden schon wirklich sehr barrierefrei. Aber natürlich gibt es hier auch etwas zum Ausbessern. Wie zum Beispiel die Pöller im Eingangsbereich. Diese sind für Menschen mit Sehbehinderung nicht erkenntlich. Oder hier sieht man die Steigung vor dem Eingangsbereich des Landtags. Da sollte für Rollstuhlfahrer wie mich ein Ruhepodest eingebaut sein. Aber hier klappt es nicht ganz. Man sieht's, ich roll nach hinten. Oder im Fahrstuhl. Schon mal drüber nachgedacht, als Mensch, der gehörlos ist, im Fahrstuhl stecken zu bleiben? Was macht man dann? Man nimmt ja keine akustischen Signale wahr oder kann diese nach außen geben. Und deswegen ist es wichtig, dass ein Monitor eingebaut wird, sodass man sich per Textnachrichten Hilfe holen kann. Die MitarbeiterInnen der Landtagsverwaltung waren sehr dankbar für unsere Anregungen und werden auch schauen, was sie umsetzen können. Aber natürlich ist das nicht nur ein Thema, was den Landtag betrifft, im Landtag, sondern das ganze Land Nordrhein-Westfalen. Barrierefreiheit muss sich überall wiederfinden, in der ganzen Gesellschaft. Egal, ob es Bildung, Verkehr oder die Jobsuche betrifft. Es ist wichtig, dass die Zukunft barrierefrei wird. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten.